Okay. Guter Sprung. Komm, hier, gib mir die Hand. Da sind wir also mit unserem Bruder unterwegs. So viel haben wir bis jetzt verstanden. Ja, so leicht. Will die Schwester genug zur Vater? Ziemlich leer hier. Wo sind alle hin? So ein Bibeltreffen. Wie erinnere ich mich? Okay. Hier ist Pater Duffy. Er ist der einzige nette Kerl hier. Sag ihm doch mal Hallo. Nee, keine Lust auf Schuldgefühle. Ach, darüber ist er. Okay, dann da hoch. Ja, können wir uns hier nicht... Ach, nein, da rutscht man... Oh, wow. Eben habe ich schon gedacht, wir gehen drauf. So, okay, hier hoch. Noch ein hoch. Ah, da müssen wir uns hier rüberhangeln. Okay, sehr schön. Ui. Komm hoch. Hier lang. Okay, wir sind gleich da. Ui. Das war leicht. Komm. Okay, gleich mal die erste Klettertour hier. Kein Türkeil. Doch schon. Ja, das dachte ich jedenfalls. Nein, ist auch egal. Dann geht es ab nach oben. Nach oben? Einfach mir nach. Genau. So. Boah. Und jetzt geht's ab nach oben. Hast du das schon mal gemacht? Ein oder zweimal. Hier, komm schon. Du bist dran. Okay. Man kann eigentlich gar nicht L1 halten. Ah, und dann klettern. Okay. Man kann eigentlich gar nicht so viel zwischen rein reden, weil hier immer Action ist und immer ein Dialog. Und ich finde das wirklich sehr, sehr geil. Ja, wie komme ich jetzt hier rüber? Ah, ich muss da rumklettern. Ja, komm hoch. Und was hast du so gemacht? Vor allem gearbeitet. Gehst du noch mit diesem Mädchen? Ja, nein. Aktuell, ja, nein. Okay. Also er hat aktuell keine Freundin. Und da runter? Wo will er denn eigentlich mit uns hin? Okay. Ohne Mumm, kein Ruhm. Okay, dann nehmen wir mal ein bisschen Anlauf. Wow. Oh. Na los, Nathan. Denk nicht darüber nach. Du schaffst das. Okay. Aber wenn wir hier schon mal gerade so schön stehen, Leute, muss das wie immer sein, ne? Ein schöner Screenshot. So. Und spring! Wow. Oh. Ding. Bei mir. Ah, kein Ding. Was steht denn hier in der Ecke? Jetzt klettern wir da oben auf dem Turm rum, oder wie? Ziemlich cool, was? Ja, voll. Wow. Jetzt guckt euch das mal an hier. So. Weiter geht's. Ein kurzer Screenshot, meine Lieben. So, können wir uns jetzt hier fallen lassen? Ah ja, sehr cool. So, was muss ich? In Richtung des Ziels drücken. Und dann? Ah, okay, dann können wir uns ducken. Okay. Und dann immer unserem Bruder hinterher. Wie cool das hier auch ist, ne? Wie cool das ist. Sehr, sehr geil. Okay, dann laufen wir hier mal.
unserem Bruder hinterher. Ups. Ist das eine Sünde? Ich glaube ja. Ah, okay, so schwingen wir wieder? Das kennen wir. Oh, nee, ich wollte mich nicht rumdrehen. Aber wir müssen nur gedrückt halten. Okay. Und im richtigen Moment X drücken. Wie er hier mal mit seinem Ding rumfuchtelte. Ja, komm, lass das mal dein Papa machen. Was will er jetzt? Dass ich mich darüber schwingen oder wie? Wee. Wo ist er denn jetzt hin? Ah, er hat es nicht geschafft. Okay, und rüber da. Boah, knapp. Wie komme ich jetzt hier hoch? So hoch kann ich nicht springen. Einfach um die Ecke. Einfach um die Ecke, okay. Freund, wo denn, was denn für eine Ecke hier? Und dann muss ich mich davor hangeln. Das geht ja auch nicht. Nö. Ja, wo will er denn, dass ich hingehe? Ui, die Bretter sehen nicht gerade stabil aus. Ah, jetzt sind wir auf dem Glockenturm, okay. Schöner Ausblick, was? Ja. Nicht schlecht. Definitiv. So, die ersten paar Minuten Gameplay und schon wieder tausende Screenshots. So. Hier oben? Du meinst auf diesem Dach hier? Nein. Aber du kennst den Weg, oder? Oh, mehr oder weniger. Ich will hoffen, dass er den Weg kennt. Der Kutscher kennt den Weg. So. Warte hier und schau mir zu. Okay, ich warte hier und schau dir zu. Ja, du hast einen Abgang gemacht, Freund. Ach, dann willst du mir so noch erzählen, das war mit Absicht, oder was? Okay. Du schaffst das. Du schaffst das, Nate. Ah, okay. Loslassen und dann... Okay, mach nur. Nicht zu viel nachdenken. Oh, Mist! Wow. Oh. Ui! Geschafft. Ja, natürlich. Wie geil es einfach nur aussieht, ne? Wie geil es einfach nur aussieht. Also das ist echt Wahnsinn, ne? Die haben da nicht so viel versprochen. So, wo will es denn? Jetzt bist du mal dran. Echt? Ja, echt. Ich folge dir dann. Ah, darüber müssen wir werfen. Okay. Okay, da springen wir. Wie werfen wir denn? Ah, muss ich einfach loslassen. Ah, okay. Und jetzt? Okay. Dann mal los. Ui. Okay. Gar nicht übel. Gar nicht übel. So, weiter geht's. Wo willst du hin? Okay. Nach dir. Ach, hier ist eine Leiter. Genau so. Und draußen. Okay. Sieh mal. Ja? Wow, eine 250er? 250? Was redest du da? Nein, das ist die 500 Kubik Twin. Wie krass. Ja. Die ist geklaut. Wow.
Ich klauen? Ey, du solltest wissen, ich habe mich geändert. Gekauft von meinem schwer verdienten Geld. Ja, komm, spring auf. Was? So etwas machst du doch nur, wenn du etwas gut machen willst. Du bist ein ziemlicher Klugscheißer, weißt du das? Okay. Ich hab da diesen Job. Gutes Geld. Sehr gutes. Aber ich muss eine Weile weg. Was ist eine Weile? Für ein Jahr. Höchstens ein Jahr. Und dann bin ich ruckzuck wieder da. Okay? Du lässt mich hängen. Ach komm, mach's nicht so dramatisch. War's denn nicht schon genug, mich da drin zu lassen? Wie kannst du mir das antun? Hey, halt. Ich mach das für dich. Das Geld, das ich verdiene, ist für uns beide. Und wenn du in ein paar Jahren raus... In ein paar Jahren? Nimm mich doch mit. Ich komm selbst kaum über die Runden. Ich kann helfen. Ich weiß, du findest das Waisenhaus beschissen. Wenn du wüsstest. Ja, aber es ist für dich gerade das Beste. Okay? Du musst mir jetzt einfach vertrauen. Das ist nicht fair. Hey. Das Leben war noch nie fair zu uns. Aber wir sind noch da. Oder? Stimmt. Tja, weißt du, das Motorrad war nicht die einzige Überraschung. Und die nächste muss ich dir wohl verderben. Was? Ich hab Moms Kram gefunden. Alles, was Dad verkauft hat. Ich kenne den Käufer. Sagst du mir das, damit ich mich besser fühle? Nein, ich schwöre es. Wo? Na, am anderen Ende der Stadt. Wollen wir hinfahren und das holen? Du meinst stehlen? Es ist nicht gestohlen, wenn es uns sowieso gehört. Ich fürchte, die Polizei sieht das anders. Na, dann lassen wir uns nicht erwischen. Bist du bereit? Oh ja. Wow. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Acabemos con esto. Okay, und jetzt müssen wir hier boxen, oder wie? Wow! Wow! Komm her! Komm her! Kriegst direkt in die Fresse, Mann! Wow! A ver cómo sales de esta. Zack. Oh, das ist ja auch. ¿Qué tal esto? Oi. Lárnamelo. Wow. Wow. Zack. Lucha como un hombre. Oi. Alter. Was läuft denn mit dem falsch, ey? Wie blockt man denn? Kein Mensch sagt mir, wie man blockt. Hua! Hua! Alter, mach doch keine Nase mit sowas. Hua! Okay, okay. Komm, schneller drücken. Und jetzt haben wir ihn. Und jetzt voll rein. Was der Idiotas! Das war kein Kampf. Oder, Kleiner? Voy a matar, gringo, come mierda. Hey, ruf mich an, wenn du groß genug hierfür bist. Te voy a sacar tiras por el culo. Solitaria! Cájalo! Te voy a estar esperando aquí, eh? Ah, verdammte Hacke, was nehmen die denn auseinander? Den hätte ich platt gemacht. Abre. Komm. Wie lange soll ich hier drin bleiben? Ha? Wo ist die Toilette? Direkt vor dir. Viel Spaß. Werde ich haben. Gracias. Doch ein paar abbekommen, so wie es aussieht, ne? Und schon sitzen wir in einer schönen dunklen Zelle.
sehr ansprechend. Was passiert jetzt? Es kommt einer. Steh auf. Oh Mann, ich hatte gerade so einen schönen Traum. Ey. Schon gut. Langsam. Okay. Die meinen es echt gut mit uns, ne? Kapitel 2, ein höllischer Ort. Okay. Wir haben Handschellen an. Wie wir einfach hier alleine ranlaufen dürfen, ne? Morgen, Jungs. Oder Abend, lässt sich hier unten schwer sagen. Oi, Idiota. Die Treppe rauf. Quienes están yendo un prisionero. Abran la reja. Ja klar, was sonst? Sau stark. Ich finde auch den Humor von Nathan Drake so cool. Oh, wie schön es gemacht ist, ne? Selbst im Knast. Und schwül. Willkommen in Panama. Hey, Gringo! Vi lo que hiciste a Gustavo. Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Was will er? Cuando regreses. Déjanos a nosotros. Nos encargamos de él. Huérfense. Quietense, cabrones. Was haben sie denn alle für Probleme? Tranquilízate. Anscheinend hast du Fans. Ja, das Publikum liebt mich. Was ist mit ihm hier? Steht er da rum? Guckt blöd. So, wo soll's denn hingehen, Meister? Wie geil es einfach nur aussieht, ey. Das ist ja echt Wahnsinn. Gefängnishof, okay. Wo sollen wir hin? Sollen wir jetzt rein, oder was? Okay. Abran la reja. ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Ich spreche ein bisschen Spanisch, weißt du? Moment, was hast du gesagt? Solltest du früh genug raus. Te lo advertí. Lo escuchaste. Boah. Mirando. Nada, amigo. Atrás. Este encargo yo. Bien. Oh, wir sind da zusammen prügeln, ey, die. Oh. Jetzt könnte, wie ich wollte, würde ich ihm helfen. Ist ja gut. Wen bringst du mich eigentlich? Siehst du schon. Por favor. Para. Wo jetzt hin, Meister? Geht der hier nicht lang? Nein, nicht da lang. Oh, ja. Okay. Was ist das denn? Nach dir? Oh, ja, ich ahne nichts Gutes. Richtig. Hey, das sieht nicht aus wie das Büro des Direktors. Nach links. Ja, schon klar. Kanalisation. Dadurch. Was denn jetzt hier? Links oder rechts oder was? Dadurch. Ja. Da wären wir. Okay. Okay, nimmst du mir die jetzt ab? Ich will einen Anteil. Anteil? Was immer du da oben zu finden hoffst, ich will einen Anteil. Komm schon, Vargas, du solltest uns nur rein und rausbringen, mehr nicht. Nur, ich riskiere meinen Kopf für euch, Gringos. Ja, und Rafe bezahlt dich auch königlich dafür. Sie? Aber nicht annähernd genug. Den solltest du doch nicht öffnen. Ja, ich sollte auch kein Bestechungsgeld nehmen. Niemanden hierher bringen und meine Häftlinge nicht quälen. Drauf geschissen. Okay, aber sei vorsichtig, das ist 300 Jahre alt. Ich war Mitglied in Captain Henry Averys Mannschaft. Weißt du, wer das ist? Er war ein Pirat. Der Pirat, der den größten Raubzug der Geschichte machte.
und davon kam. Hab's nachgeschlagen. Ganz toll. Mehr als 400 Millionen Dollar in Gold und Juwel. Alles von einem einzigen Schiff. Ah, der Gunsway. Ja. Ja, ich kenne die Geschichte. Komm endlich zur Sache. Bla bla bla, ich sitze in der höchsten Zelle des spanischen Gefängnisses. Ah, hier. Mögest du eines Tages den Weg zu diesem Höllenort finden. Mein Kreuz tragen und sie entdecken. Die Reichtümer des Paradieses. Was? Was willst du? Die Reichtümer des Paradieses. Oh, das ist eine Metapher. Nein, 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 nein. Du und deine Freunde habt nicht dafür bezahlt, um an diesem Höllenort nach einer Metapher zu suchen. Ich will einen Anteil. Okay, hör zu. Lass mich darauf und mich in der Zelle umsehen. Falls da nach 300 Jahren wirklich noch irgendwas ist, kannst du das mit Rafe ausmachen. Na los. Der Brief. Por favor. Wie willst du überhaupt darauf? Klettern. Oder möchtest du vorgehen, weil du ja einen Anteil willst? Brich dir nicht den Hals? Ja, hab ich nicht vor.